Scheiße. Hat jemand Kabelbinder dabei? Oh, ich habe auch einen. Danke, Vergangenheits-Maurice, dass du daran gedacht hast. Junge, was soll ich damit jetzt machen? Jetzt habe ich den Kabelbinder gewastet hier. Okay, Jungs, irgendwie geht mein Mikro nicht, weil wir versuchen jetzt einen richtig langen Wheelie, also richtig langen Coaster ohne Motor. Maurice ist auf Elektro umgestiegen. Woo! Junge, also sowas hatte ich noch nie. Ich habe das auch noch nie gesehen. Vor allem dein Blinker hält halt dein Kennzeichen. Ja, also an dieser Stelle Props und danke Blinker. Das war die Carbonkappe, ne? David, schuldest mir jetzt eine Carbonkappe. Jetzt kümmern wir uns um dieses Theater hier. Ne, so ist gut. Also wir haben jetzt das Kennzeichen hier fest und es sieht schon wirklich wieder gut aus. Es ist ein bisschen schief, aber es hält. Es ist echt gut. Opa hat uns analysiert. Jungs, was habe ich denn hier gespottet? Meint ihr, man kann da hochfahren? Meint ihr, man schafft das? Es ist zwar eher was für eine Enduro, aber... Ich brauche eine Enduro. Junge, ohne Enduro, ohne Stollen geht's gar nicht, weil man nur rutscht. Mit einer Enduro wäre ich so da hochgeheizt. Reifen dreht durch. Ja, ihr seid so schlau. Wie soll ich da jetzt runterfahren? Ja, Lars, ganz schlau. Kommst keinen Meter hier hoch. Oh nein! Nein, Junge! Junge, du bist doch wahnsinnig. Mehr Glück als Verstand, der Junge. Lars, immer mehr Glück als Verstand. Mehr Geschwindigkeit, Jungs. Zona Allenamento e Addestramento Gianni. Was auch immer es heißt. Oh, hier sind überall Brennnesseln. Ja, Jungs, mit Sumos ist halt... Junge, sind voll die fetten Steine. Ein, zwei Brennnesseln müssen wir wohl einfach in Kauf nehmen, Jungs. Was? Gib mal den Blick an. Sieht geil aus. Ja, also, fahren wir jetzt. Ja. Dann kommt er mit seinem Stock her und haut ihn einfach hier auf den Busch. Echt jetzt? Herr Lars wurde von dem Typen geschlagen. Junge, ich sehe gar nichts mehr. Was ist denn hier los? Check it. Hey yo, this right here. This is honestly the jam. To make them all say, yo, it's honestly the man. All my Ferris Bueller shit. School was never in the plan. It's what I got special like a jewel that's in the sand. They can move it, they can slam. Back just like to pretend. I always keep it real. That's why they like me to win. Das kann man doch selbst trinken. Ja, das ist übelst kalt. Dir ist kalt. Ja, hier, das Wasser ist voll warm. Du hast doch niemals hier Internet. Wenn, dann nur über so LTE. Komm, Boys, wir cruisen weiter. Nur Motorradfahrer haben sich hier verewigt. Guck mal, Monaco. Junge, deine Karre hört sich an, als hättest du keinen Krümmer drauf. Ja, komm, lass mal jetzt weiterfahren. Komm, wir fahren jetzt. Ja, okay, Mädels, lass weiter, oder? Alter, ich bleib safe liegen. Ich bleib safe liegen. Ich calle es jetzt. Jungs, ihr könnt sehen, mein Sprit, ich sehe schon die Benzinpumpe, das heißt, Sprit ist nur noch bis hier. Ich bleib safe liegen, safe, safe. Ja, wir müssen Rollrennen machen, sonst kommen wir, schaffen wir das nicht. Let's go! Junge, hier kann...
kann man Raste schleifen. Ich wollte euch nochmal den Merch zeigen, beziehungsweise den Supermoto Hoodie. Hier einmal mit Supermoto vorne drauf. Gibt es in sehr vielen verschiedenen Farben, auch als T-Shirt erhältlich. Und hinten einmal dieses nice Motiv. Ja, warte, ich film mal von, obwohl. Ja, wenn du willst, aber maul dich nicht. Okay, ich glaube, Lars will hier mal Raste schleifen. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das von innen aussieht. Das ist so krank schräg. So, ich glaube, er wird da irgendwo schleifen. Leider sehr schlechter Reifen zum, also wirklich krank ballern. Aber er performt gut. Zum reinen Ballern nicht so geil. Aber dafür ist er auch nicht gemacht. Sauber. Haha. Ja, ich hab's voll gefilmt. Vor allem, ist die Feder kaputt? Nee. Aber merkst du dann, wie dein Reifen so ein bisschen titscht? Sobald du musst es, wenn die Raste unten ist, kurz bevor der aufkommt, musst du, alles wird total schwammig. Ja, deshalb mit den Reifen brauchst du es gar nicht probieren, vor allem vorne. So ein scheiß Gefühl, vor allem hier, die eine Kurve in Monaco war geil. Ja. Die war schon lange und da konntest du dich langsam runtertasten und hier musst. Hier musst du direkt runter, ne? Ja, aber mit deinem Profi-Tech SM Evo Flix geht das natürlich. Junge, dieser Reifen, wo ist das Profil, wo? Guck mal bei mir, Vergleich. Die Conti Race Attack Competition 2 irgendwie, glaube ich. Normal. Der ist schon gut. Der ist schon sehr gut. Soll. Also da darf nichts mehr drin sein. Wenn jetzt keine Tanke kommt, dann bin ich am Arsch. Junge, Junge, da ist nichts mehr drin, ist leer. Jungs, ich wette, die geht jetzt gleich im Wheelie aus, weil sie keinen Sprit mehr bekommt. Da ist eine Tanke, das gibt's nicht. Jetzt können wir wirklich einen Test machen, wie viel passt in der XC rein. Wenn wir jetzt 5 Kilometer weiter gefahren, wäre ich liegen geblieben. Ja, bei mir auch. Grande, Bro. Du bist okay, Jungs, wir haben zum Glück noch eine Tankstelle gefunden. Jetzt sind wir gerade wieder auf dem Weg nach Hause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video, denn wir sind noch eine Woche hier in Italien. Abonniert den Kanal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.